Die Dienstagsausgabe der Allgäu TV Nachrichten. Schön, dass Sie dabei sind und sich über folgende Themen informieren wollen. Wird teurer und dauert länger. Neues vom Umbau des Kemptener Stadtparks. Identitätsdiebstahl und Betrug im Internet. So können Sie sich schützen. Und das Technikum ist fertig. Neuer naturwissenschaftlicher Trakt für Kaufbeurer Gymnasium. Rund um die Umgestaltung des Kemptener Stadtparks hat es ja einige Diskussionen gegeben. Im Fokus standen die Pläne an sich, das Budget und der knappe Zeitplan aufgrund der Festwoche. Denn schließlich soll die nicht durch die Arbeiten beeinträchtigt werden. Damit die Festwoche wie geplant stattfinden kann, müssen voraussichtlich Wege erst provisorisch asphaltiert und nach der Messe wieder herausgerissen werden. Aktuelle Medienberichte legen jetzt nahe, dass die Kosten für die Umgestaltung über dem geplanten Budget liegen. Wir haben deshalb mal bei der Stadt Kempten nachgefragt. Die Baustelle am Kemptener Stadtpark. Spatenstich für seinen Umbau war im Oktober 2018. Doch trotz der relativ günstigen Witterung Ende vergangenen Jahres liegt die Baustelle hinter dem Zeitplan zurück. Dennoch ist man im Amt für Tiefbau und Verkehr in Kempten optimistisch, rechtzeitig mit allem fertig zu werden. Wir haben ja immer einen Zeitplan festgelegt bis Ende des Jahres 2019. Da sind wir immer noch guter Dinge und die Bauarbeiten werden nur durch die Allgäuer Festwoche unterbrochen. Das war uns natürlich immer bekannt. Was den Zeitrahmen anbelangt, muss ich sagen, wir haben jetzt 3 Wochen Verzug. Ich bin aber sehr guter Dinge, dass mit unseren Projektpartnern vor Ort, das heißt also einmal mit den Firmen, dann mit unseren Büros, die uns begleiten und auch mit unseren eigenen Leuten, wir alles daran setzen, dass wir den Zeitplan einhalten. Und da bin ich eigentlich guter Dinge. Medienberichten zufolge liegen einzelne Posten bei der Neugestaltung um bis zu 40% über den veranschlagten Preisen. Doch auch hier ist man zuversichtlich, dass man das Budget nicht allzu sehr überschreitet. Ein geplantes Spielgerät beispielsweise soll deshalb möglicherweise in verkleinerter Form und später gebaut werden. Wir hatten ja immer Kosten genannt in der Größenordnung von 5,6 Millionen. Wir hatten jetzt ein paar Teilausschreibungen, was die Überdachungen anbelangt und was die Elektroarbeiten anbelangt. Hier sind wir etwas über dem Kostenrahmen, aber wir können jetzt aufgrund der aktuellen Witterung, auch was den Winter anbelangt, noch keine endgültige Summe nennen. Die Detailkosten können wir frühestens Ende April, Anfang Mai benennen, dann, wenn der Winter vorüber ist. Aber wir gehen davon aus, dass wir den Kostenrahmen jetzt nicht extrem überschreiten. Was die Verantwortlichen von Anfang an betonen, die Festwoche darf vom Umbau nicht beeinträchtigt werden. Und das wird sie auch nicht, so Markus Wiedemann. Weil die Bauzeit für eine vollständige Fertigstellung nicht ausreichen würde, sei deshalb von Beginn an mit provisorischen Lösungen für die kommende Festwoche geplant worden, auch was das Budget angeht. Wir haben den Bauzeitenplan dann so weit zusammengestellt, dass bei diesen Unterbrechungen das eine oder andere Provisorium mit eingebaut werden muss. Das war von Anfang an so geplant und ist auch in den Gesamtkosten enthalten. Wir werden Teilbereiche, also stark begangene Wege, zum Teil mit Asphalt befestigen. Das kommt dann wieder raus. Das sind aber kleinere Flächen. Es wird Kiesprovisorien geben in diesem Zeitraum. Also alles so, wie geplant wird, durchgeführt. Und wie stehen die Kemptner zum Umbau sowie den Zeit- und Kostenfragen? Wir haben uns mal umgehört. Es kann von Vorteil sein, aber ich glaube, dass die Stadt Kempten das schon richtig macht. Bis jetzt ist es okay. Aber die wollen es ja unterbrechen wegen der Festwoche. Das finde ich dumm. Das finde ich dumm. Die Festwoche gehört gar nicht da rein. Da wird das neue Ding gleich wieder kaputt gemacht. Und was wäre Ihrer Meinung nach die richtige Lösung dafür? Ein Stadtpark, der Namen Park, der das Stadtpark ist, was der Name verspricht, ein Park. Dann wäre ich in dem Fall eher dafür, dass man die Festwoche verlagert und die Baustelle schneller voranbringt. Weil ich bin sowieso dafür, dass die Festwoche verlagert wird, woanders hin. Von mir aus auch außerhalb der Stadt. Für die Stadt hat nun erstmal eines Priorität: die Baustelle möglichst weit vorantreiben, damit sich die Provisorien während der Festwoche in Grenzen halten. Wenn es den heutigen Tag vor 30 Jahren nicht gegeben hätte, dann könnten Sie diese www-Adresse
wahrscheinlich gar nicht eingeben. Und nicht nur diese, denn heute vor 30 Jahren hat der britische Informatiker Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden. Er wollte ein System schaffen, mit dessen Hilfe Wissenschaftler neue Erkenntnisse leichter teilen und mit Kollegen auch an entfernten Orten diskutieren konnten. Das war die Geburt des Internets. Und heute vernetzen sich täglich Milliarden Menschen miteinander. Unsere Welt funktioniert mittlerweile online. Das hat viel Gutes und Praktisches bewirkt, aber auch die Schattenseiten kennt jeder. Mit der dunklen Seite des Internets beschäftigen wir uns gleich. Es geht um Cyberkriminalität, ihre Auswirkungen und die Möglichkeiten, sich zu schützen. Unser Expertengespräch dazu gleich nach den News. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 199 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Bad Wörishofen. Entdecke dein Paradies. Wir stehen für Innovation, Qualität und Flexibilität. Schwerpunkt ist die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft. Entdecken Sie auch unsere Hoflader. Einzigartig in Ladeleistung, Standsicherheit und Bedienungskomfort. Ostler-Maschinenbau.com. Und jetzt die Nachrichten vom Dienstag. Zwei Schwerverletzte und einen Gesamtschaden von 65.000 Euro. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern in Füssen. Eine Autofahrerin hatte den Unfall verursacht, indem sie einem 45-Jährigen die Vorfahrt nahm. Durch den Aufprall wurde das Auto des Mannes von der Straße und gegen eine Garage geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer am Rücken verletzt. Die Unfallverursacherin verletzte sich an der Hand. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der kurze, aber stellenweise heftige Wintereinbruch hat zu vielen Verkehrsunfällen im gesamten Allgäu geführt. Bei den allermeisten Unfällen blieb es bei Blechschäden. Es gab nur wenige leicht Verletzte. Von Lindenberg im Westallgäu über Füssen, Waltenhofen, Kempten bis nach Mindelheim waren die Allgäuer Polizeibeamten im Dauereinsatz. Unfälle gab es in der Stadt, auf den Landstraßen und auch auf den Autobahnen im Sendegebiet. Ein Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro ist die Bilanz. Klage von Bodenseefischer abgewiesen. Der Lindauer Bodenseefischer Christian Even bekommt sein Fischereipatent, das ihm vom Freistaat Bayern entzogen wurde, nicht zurück. Das Landgericht Kempten hat die Klage des Fischers gegen den Freistaat jetzt abgewiesen. Wie berichtet, hatte das Landratsamt Lindau Even kein Hochseepatent mehr ausgestellt. Die Begründung, mit seinen 72 Jahren sei er zu alt. Wegen Altersdiskriminierung reichte der Berufsfischer Zivilklage beim Landgericht ein. Der Freistaat bezieht sich bei seiner Urteilsbegründung auf einen Beschluss der Konferenz für Bodenseefischerei von 2015. Damals wurde eine Verringerung der Fischereipatente beschlossen, damit die verbleibenden Fischer mehr fangen können. Unter anderem auch durch eine Altersgrenze. Christian Even will gegen das Urteil in Berufung gehen.
Am Allgäu Airport Memmingen ist jetzt mit den Ausbauarbeiten begonnen worden. Über ein Jahr lang wird jetzt am Flughafen gearbeitet. Herzstück ist die Verbreiterung der Start- und Landebahn. Gearbeitet wird nachts, der Flugbetrieb läuft weiter. Bis zu 4 Baukolonnen heben Kabelschächte aus, verlegen Rohre und erstellen Fundamente. Im September stehen die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten an. Dafür muss der Airport 2 Wochen lang komplett schließen. Außerdem werden die Gepäckhalle erweitert, die Vorfeldflächen vergrößert und ein Regenrückhaltebecken gebaut. An Gesamtkosten sind 21 Millionen Euro veranschlagt. Unterschriften für Bürgerentscheid fehlen. Den Organisatoren des geplanten Bürgerbegehrens, das die Umgestaltung des Memminger Bahnhofsareals verhindern will, fehlen noch immer viele Stimmen. Rund 2000 Unterschriften hat die Initiative bisher gesammelt. 2800 Unterzeichner müssen sich mindestens auf einer der Listen eingetragen haben. Das geplante Bürgerbegehren will die aktuellen Pläne der Stadt für das 7000 Quadratmeter große Areal stoppen und ein neues Verfahren mit mehr Bürgerbeteiligung ermöglichen. Der Allgäuer Zugverkehr hat schlechte Noten bekommen. Im landesweiten Vergleich für das Jahr 2018 lag das Allgäuer Streckennetz nur zwischen Rang 23 und Rang 28 von insgesamt 29. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft kontrollierte Service, Pünktlichkeit und Sauberkeit der Züge auf den Nahverkehrsnetzen in Bayern. Häufig bemängelt wurden die Kriterien Fahrgastinformation im Zug, Funktionsfähigkeit der Ausstattung und Sauberkeit. Ein Dauerärgernis bei der Bahn im Allgäu ist scheinbar der Schienenersatzverkehr, vor allem beim Alex. Zugverkehr normalisiert sich. Nach 2 Wochen Schienenersatzverkehr rollen zwischen Aulendorf und Kisleck im württembergischen Allgäu wieder vereinzelt Züge. Nur noch zu Stoßzeiten werden Ersatzbusse eingesetzt. Auf der Strecke Lindau-Wangen-Kisleck-Memmingen bleibt es dagegen beim Ersatzverkehr mit Bussen. Nur vereinzelt fahren dort Züge. Danach wird die Strecke zwischen Hergatz und Kisleck wegen Arbeiten an der Elektrifizierung bis Anfang Oktober voll gesperrt. Konzept und Investor für Schloss gesucht. Bis zum Herbst dieses Jahres möchte die Gemeinde Bad Grönenbach einen Investor und ein Konzept für ihr Schloss vorlegen. Dafür hatte sie im vergangenen Sommer eine Firma für Baudenkmalpflege mit ins Boot geholt. Wenn alles nach Plan läuft, möchte Bürgermeister Bernhard Kerler mit den Arbeiten am Schloss 2020 oder spätestens 2021 starten. Schon seit über 2 Jahrzehnten sucht die Marktgemeinde Bad Grönenbach nach einem neuen Investor für das Schloss. In Füssen ist man noch unschlüssig, wie man die Flächen des früheren Baumarktes am Moosangerweg nutzen möchte. Bei einem zukünftigen Konzept müsse man beachten, dass es ein Sondergebiet für einen Bau- und Gartenmarkt sei, so Füssens Bürgermeister Paul Jakob. Die Füssener selber wünschen sich zum Beispiel einen Erlebnispark. Diese Idee gefällt auch Bürgermeister Jakob, der so einen Freizeitpark noch mit zusätzlichen Unterhaltungsangeboten ergänzen würde. Seit Oktober letzten Jahres hat der Füssener Baumarkt geschlossen. Warnschilder an neuen Standorten. Die Stadt Memmingen hängt ihre Geisterradler-Warnschilder jetzt an anderen Standorten auf. So soll ein Gewöhnungseffekt verhindert werden. Die Schilder sollen Radfahrer daran erinnern, auf der richtigen Straßenseite zu fahren. Genau wie Autofahrer gelten auch Radfahrer, die auf der falschen Straßenseite fahren, als Geisterfahrer. Laut der Memminger Polizei ist Geisterradeln eine der häufigsten Unfallursachen. Jeder 5. Radunfall hat demnach mit entgegenkommenden Radfahrern zu tun. Die Warnschilder gibt es in Memmingen seit Herbst letzten Jahres. Im Bereich des Gewerbegebietes an der Autobahnanschlussstelle Bad Grönenbach sollen ein Lebensmitteldiscounter und ein Drogeriemarkt Platz finden. Das hat der Wolfert-Schwendner Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Dazu soll der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan geändert werden. Das Einzelhandelsangebot soll laut Bürgermeister Karl Fleschhut eine Alternative zu den beiden Fastfood-Restaurants darstellen. Soweit die Nachrichten, jetzt noch der Blick aufs Allgäuwetter. Heute Nacht wird es größtenteils bewölkt. Die Temperaturen liegen um 1 Grad. Im Oberallgäu wird es etwas milder mit 3 Grad.
Es bleibt fast überall trocken, außer im Ostallgäu, da muss mit Regen gerechnet werden. Den Mittwoch starten wir im ganzen Allgäu mit viel Regen und Schnee. Vielerorts scheint auch die Sonne, besonders im Ober- und Ostallgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad. Der Schnee geht im Laufe des Tages in Regen über. Im ganzen Allgäu zeigt sich aber immer mal wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen um 1 bis 2 Grad an. In den Skigebieten gibt es nochmal Neuschnee, vor allem am Nebelhorn und am Fellhorn. Mit minus 5 Grad wird es in Bolsterlang am kältesten. Am wärmsten wird es in Ofterschwang, dort liegen die Höchstwerte bei 3 Grad. Trotz Niederschlag zeigt sich die Sonne auch in allen Skigebieten. Am Donnerstag wechseln sich Schnee und Regen ab. Zeitweise zeigt sich auch die Sonne, die Temperaturen liegen bei 3 Grad. In den Freitag starten wir regnerisch und grau, am Samstag schlägt das Wetter um und es wird etwas freundlicher. Es scheint überwiegend die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. In den vergangenen 2 Wochen wurden gleich 4 Allgäuer Firmen Opfer von Interneterpressern. Die Täter installierten Schadsoftware auf den Firmencomputern und konnten dadurch den Zugriff auf sämtliche Daten sperren. Die sogenannten Erpressungstrojaner sorgten dafür, dass die Unternehmen komplett stillstanden. Die Täter forderten dann insgesamt über 200.000 Euro Lösegeld für die Daten. Ein Teil davon wurde auch bezahlt. Im Internet ausgespäht und betrogen werden. Eine Gefahr für jeden, der online geht. Wir haben uns informiert über die Gefahren des Cybercrime und die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Wer im Internet unterwegs ist, geht oft sorglos mit seinen persönlichen Daten um. Ob in sozialen Netzwerken oder beim eigenen E-Mail-Postfach. Die Gefahr für den sogenannten Identitätsdiebstahl wächst ständig. Dabei nutzen Kriminelle persönliche Daten für Betrügereien. Wie das funktioniert, weiß Andreas Winkler von der Kempner Verbraucherzentrale genau und veranstaltete deswegen anlässlich des Weltverbrauchertages am kommenden Freitag ein Pressegespräch. Eine große Gefahr geht laut Winkler von Phishing-Versuchen aus. Dabei versuchen die Täter beispielsweise durch gefälschte E-Mails an die persönlichen Nutzerdaten zu kommen. Diese E-Mails werden vermeintlich von Unternehmen wie beispielsweise der Sparkasse versendet, bei denen man tatsächlich Kunde ist. Auf einer gefälschten Webseite, die der Originalen zum Verwechseln ähnlich sieht, solle man sich dann einloggen. Und schon haben die Täter Benutzername und Passwort. Nur einer von vielen Tricks der Internetkriminellen, um an bares Geld zu kommen. Vorsicht ist also geboten, wenn online sensible Daten auf einem unüblichen Weg abgefragt werden. Schnell kann aus dem Phishing ein Fall für die Kriminalpolizei werden. Wöchentlich bearbeitet Uwe Walter mit seinem Team mehrere Fälle von Internetkriminalität im Allgäu. Herr Walter, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich Opfer eines Phishing-Versuchs wurde und meine personenbezogenen Daten im Internet eben rausgegeben habe, was erwartet mich jetzt und was können die Täter mit meinen Daten anfangen? Ja, schade, dass Ihnen das passiert ist. Leider geben Sie dem Täter ganz viele Möglichkeiten, irgendwas anzustellen. Er kann sich mit Ihren Daten einloggen und kann zum Beispiel bei Online-Versandhäusern Ware bestellen. Und weil er auch weiß, wo Sie wohnen, wie Sie heißen, kann er die Ware dorthin bestellen. Und damit hat er die Möglichkeit, eben Ihnen Schaden zuzufügen, weil Sie die Rechnung letztlich zugestellt bekommen. Wie kann ich jetzt als Opfer dagegen vorgehen, wenn mit meinen Daten online eingekauft wurde? Also zuerst mal, wenn Sie merken, dass eingekauft worden ist auf Ihren Namen, müssen Sie den verständigen, der praktisch die Ware geschickt hat. Also praktisch das Gegenüber verständigen, dass irgendwas mit Ihren Daten angestellt worden ist. Sie können dann weitergehen zur Verbraucherzentrale, sich zum Beispiel beraten lassen und sehen, wie Sie weiter vorgehen können. Oder Sie müssen letztlich, wenn der finanzielle Schaden entstanden ist oder Ihre Daten eben so verwendet worden sind, Anzeige erstatten bei der Polizei. Bleibe ich denn im schlimmsten Fall auf dem entstandenen Schaden sitzen? Heißt das, ich muss die Ware, die ich gar nicht bestellt habe, bezahlen? Oder wie sieht es da dann aus? Wenn Sie eine Ware zugeschickt bekommen oder die Sie nicht bestellt haben, dann müssen Sie die Ware auch nicht bezahlen. Sie sind da keinen Vertrag eingegangen mit dem Gegenüber. Allerdings, wenn Sie merken, dass Ware bestellt wird bei einem Online-Versand, dann sollten Sie möglichst zügig und möglichst zeitnah Einspruch einlegen und sagen, hallo, da kommt was, was ich nicht bestellt habe.
Ab wann ist denn so ein Identitätsmissbrauch ein Fall für die Polizei? Sie sollten zur Polizei gehen, wenn Sie finanziellen Schaden erlitten haben oder wenn Ihre Daten im Rechtsverkehr für Missbräuche verwendet werden, zum Beispiel für die Warenbestellung oder für Einkäufe oder wenn zum Beispiel bei eBay oder woanders Sachen eingestellt werden auf Ihrem Namen, dann wird der Rechtsverkehr praktisch getäuscht und dann sollten Sie Anzeige erstatten. Zum Abschluss jetzt natürlich die wichtigste Frage, damit es gar nicht so weit kommt, dass jemand mit meinen Daten einkaufen kann. Wie kann ich mich denn vor Identitätsdiebstahl schützen? Beim Identitätsdiebstahl oder Identitätsmissbrauch gibt es zwei Ansatzpunkte. Einmal ist der Mensch selber, also Sie als Computerbenutzer sind ein großer Bereich. Und der zweite Bereich ist der Computer. Sie sollten also fürs Internet, Sie sollten sichere Passworte verwenden, die mindestens 10 Zeichen lang sind. Dann sollten Sie für verschiedene Anwendungen, also zum Beispiel für Onlinehandel oder für Onlinebanking, verschiedene Passworte verwenden. Das ist ganz wichtig, dass eben ein Täter nicht mit einem Passwort die Möglichkeit hat, auf ganz viele Sachen Zugriff zu nehmen. Dann sollten Sie vorsichtig sein bei E-Mails. Wenn Sie E-Mails bekommen mit Dateianhang oder mit Links, dann sollte man die Dateianhänge nicht öffnen und auch die Links nicht anklicken, weil man dann eben im schlimmsten Fall ein Schadprogramm nachlädt und dann dem Täter die Möglichkeit gibt, auf den Computer Zugriff zu nehmen. Der zweite Bereich ist der Computer selber. Den sollten Sie vom Betriebssystem auf dem aktuellen Stand halten. Sie sollten ein aktuelles Betriebssystem benutzen. Sie sollten ein aktuelles Virenprogramm und eine Firewall verwenden, damit der Täter halt, oder beziehungsweise wenn ein Schadprogramm auf den Computer auftaucht, damit Sie eine Warnmeldung bekommen. Dann sage ich ganz vielen Dank für die vielen Tipps und das Gespräch. Ich bin einfach nur froh, dass mir persönlich hier jetzt noch nichts passiert ist und hoffe, dass die Fälle im Allgäu nicht mehr werden. Ja, das hoffe ich auch. Ich danke für Ihr Interesse. Vom Virtuellen jetzt zum bodenständig Realen. Der Wolf ist wieder Streitthema, trotz oder gerade wegen des gestern vorgelegten bayerischen Aktionsplans Wolf. Eigentlich sollten die geplanten Maßnahmen für etwas Ruhe in diesem Thema sorgen. Jetzt scheinen allerdings wieder alle Seiten unzufrieden. Die Naturschützer wehren sich dagegen, dass Wölfe künftig abgeschossen werden dürfen, wenn sie sich wiederholt Nutztieren nähern. Den Landwirten erscheint das wiederum nicht ausreichend. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz fordert, dass Wölfe sofort abgeschossen werden dürfen, wenn sie Schaden anrichten ohne Gutachten und Genehmigungsverfahren. Besonders skeptisch sind die Almbauern, denn sie sehen keine Möglichkeit, ihre Weidetiere zu schützen. Auch die Jäger sind der Meinung, dass ohne Jagd ein Wolfsmanagement nicht möglich sein wird. Ganz anderes Thema gleich, modernes Lernen und Lehren. Das schauen wir uns an in einem neu eröffneten Naturwissenschaftstrakt in Kaufbeuren. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Wir von RSA stehen hinter euch. Es ist Zeit für neue Trikots. Es ist Zeit für den nächsten großen Ausflug. Es ist Zeit für das nächste Vereinsheim-Upgrade. Sagt uns, wofür euer Verein dringend Geld braucht und holt euch die RSA-Vereinskasse. Jetzt bewerben auf rsa-radio.de. Ganz oben. Obertauern. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Ihr zuverlässiger Partner in allen Waldfragen. Ulrich und Richard Fink. Waldbetreuung, Waldpflege, Holzvermarktung, Biomasse. Der Wald braucht Profis. Zufriedene Kunden und vitale Wälder sind unsere Leitlinie. Sprechen Sie mit uns. Hosp Weine in Markt Oberdorf. Ihr Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. Für jeden Geschmack und Anlass das Passende.
Hosp Weine in Markt Oberdorf. Ihr qualifizierter Weinhandel mit Erfahrung. Die Schüler und Schülerinnen des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren und natürlich ihre Lehrer lernen und arbeiten seit gut 1,5 Jahren auf einer Großbaustelle. Das Gymnasium wird umfassend saniert und erweitert. Ein großer Bauabschnitt ist jetzt fertig und konnte gestern seiner naturwissenschaftlichen Bestimmung übergeben werden. Und dabei konnte man sehr gut sehen, wie das Lernen in Physik, Biologie und Chemie heute aussieht. Kleinen Zwischenapplaus mal für den ersten Meter. Elektrolyse. Diese Kettenreaktion ist das erste von vielen Experimenten, die von nun an im neuen Technikum des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren durchgeführt werden können. Es war Teil der Einweihungsfeier des naturwissenschaftlichen Trakts, der komplett neu gebaut wurde. Der Neubau ist Teil der Generalsanierung des Gymnasiums. Unser ältestes Gebäude hier auf dem Gelände ist jetzt 61 Jahre alt. Man hat dann 10 Jahre später das, was als Neubau bezeichnet wurde, die ganze Zeit errichtet. Und die Gebäude sind einfach auch in die Jahre gekommen. Man muss vieles unternehmen. Die Naturwissenschaften waren in beiden Häusern zu Hause und die Sammlungen waren verteilt. Wir hatten sehr viel Arbeit damit. Und von daher ist es gut, dass wir alles zusammenführen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, der Unterricht heutzutage läuft völlig anders ab, als das vor 40, 50 Jahren der Fall gewesen ist. Und auch deswegen brauchen wir dringend einfach einen Neustart. Und dieser Neustart soll durch das neue Gebäude ermöglicht werden. Um den Unterricht zeitgemäß und interessant zu gestalten, wurde der Aufbau der Räume entsprechend angepasst. Wir haben auf die Stufensäle mittlerweile verzichtet, um sehr viel Eigenaktivität der Schüler generieren zu können, weil mit den Stufensälen, das ist ein reiner Vorlesungsunterricht, ein Hörsaalunterricht, ähnlich wie der an der Universität. Und der praktische Unterricht, das Experimentieren der Schüler und das eigene Handeln ist das, was die Schüler ja wirklich weiterbringt und was ihnen den Stoff sehr nahe bringt. Beim Tag der offenen Tür, der nach der offiziellen Einweihungsfeier stattfand, spielte zunächst die Big Band des Gymnasiums. Im Anschluss konnten Erwachsene und Kinder unter Anleitung der Schüler einige Experimente durchführen und so das naturwissenschaftliche Gebäude direkt nutzen. Man hat heute bei der Eröffnungsveranstaltung gesehen, dass hier wirklich Zukunft geschaffen worden ist. Unser Jakob-Brucker-Gymnasium hat eine ganz starke naturwissenschaftliche Komponente und damit wird die Profilierung dieses Gymnasiums natürlich weit über die Stadtgrenzen hinaus geschärft und unterstützt und insofern auch das Gymnasium in Kaufbeuren zukunftsfähig gemacht. Ein Drittel der Baumaßnahmen ist mit der Fertigstellung des Technikums geschafft. Als nächstes ist das Hauptgebäude, der frühere Neubau, an der Reihe. Es wird komplett entkernt, es wird komplett umgestaltet und ganz frisch von vorn aufgebaut. Wir werden auch hier noch ein Brückenbauwerk errichtet bekommen, das das Hauptgebäude mit dem Technikum verbindet, sodass wir dann wirklich über alle Gebäudeteile im Trockenen hin und her laufen können, was uns auch sehr freut. Das Gesamtprojekt dauert mehrere Jahre. Wir werden insgesamt über 24 Millionen Euro ausgeben. Und hier haben wir heute den ersten Schritt vollendet mit diesem Technikum für Biologie, für Physik, für Chemie, mit ganz modernen Möglichkeiten für die Schülerinnen und die Schüler. Das ist ein zukunftsweisendes Projekt, übrigens energetisch auch auf dem aktuellen Stand als Energie-Plus-Haus konzipiert. Und das ganze Vorhaben, das kostet uns hier rund 7 Millionen Euro, davon bekommen wir 3 Millionen an staatlicher Förderung und auch noch 200.000 Euro für das innovative energetische Konzept. Die Förderung für das Projekt beträgt etwa 64%. Das entspräche bei Gesamtkosten von 24 Millionen Euro ca. 15 Millionen. Die Fertigstellung aller Baumaßnahmen ist für September 2020 geplant. Und für den 13. März ist eine neue Sendung unserer Nachrichten geplant. Das ist schon morgen und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.